Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist Visier 93 Trovo mit der ersten Ausgabe von Pokémon Weiße Edition. Ja, oh, das hat ja gerade gepasst mit dem Sound. Ah, nee, halt, stopp. Ah, was soll das? Nee, das haben wir schon gesehen, das habe ich extra hier separat aufgenommen, damit sie es in Ruhe genießen können, denn ich finde, dieses Intro ist so ein schönes Intro. Gehen wir erstmal. Ist ja gut, Zekrom, altes Haus, beruhig dich mal. Sonst ist vorbei mit dem Schmaus. Eines der ersten Spiele der fünften Generation und ich werde nochmal erklären, wieso diese Generation mir so gut gefällt. Aber starten wir erstmal ein neues Spiel. Und doch, die ist die Frau Esche. Ich weiß nicht mal, wie eine Esche aussieht, aber die Professoren, die haben ja alle die Gemeinsamkeit. Sie werden nach Bäumen benannt, daher die Professor Esche. Im Englischen Professor Juniper, glaube ich, oder so ähnlich. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Das war ja, stimmt, ich glaube, die war die allererste weibliche, Professorin, das ist auch wieder doppelt gemoppelt. Also in den Video, in den Pokémon-Spielen, im Anime gab es schon Professorinnen. Aber hier im Spiel, die ist eine Neuheit. Weil die kann diesen Ball ziemlich gut fangen, ohne darauf die Augen zu werfen. Also, mit dem Augapfel nicht auf den Pokéball geworfen. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Das kommt mir bekannt vor. Kommt euch auch bekannt vor? Ich werde euch sagen, warum. So ähnlich hat das erste Spiel begonnen. Mit Professor Eich, der sagt, ja, die Leute nennen mich der Pokémon-Professor. Und genauso auch zeigt die gerade mal ein neues Pokémon. Und das ist auch neu. Ab diesem Spiel, ja, das ist das erste Pokémon-Spiel auf dem Nintendo DS, wo die Pokémon eine dauerhafte Animation haben. Nicht nur, wenn sie aus dem Pokéball kommen, sondern nein, sie bewegen sich. Die ganze Zeit. Das finde ich so gut. Das hat einfach dem ganzen Spiel mehr Dynamik gegeben, finde ich. Also, weiter geht's im Text. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht. Mit ihnen helfen uns... Bitte was? Da müsste irgendwie ein Komma hin, oder? Wir leben ein Leben in Eintracht, mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Na, mein Fehler. Mein deutsches Gehirn dachte, das stimmt was nicht. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Aha, ein Junge, Mädchen, Junge, Mädchen. Moment, ich schau mal in der Hose nach. Oh, das war der Gummizug. Ja doch, da ist was in der Hose drin. Würde ich mal sagen, Junge. Aha, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Moment, ich check noch einmal. Sicher? Ja, nee, ist doch alles hier beisammen. Entschuldigung, ich werde schon am Anfang eines Projekts schon wieder komisch. Ja, jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Verrat mir doch bitte deinen Namen. Auch du bist sehr höflich, das mag ich. Gut, natürlich nenne ich mich wieder mal der Joe. Der Binnenmann weiß auch hier. Das ist der Joe Master, ja. So. Okay, ich will mal kurz was testen. Achso, für den Namen habe ich weniger. Ich glaube, ich habe mal gesehen, dass man für den Spitznamen des Pokémon 10 Felder hat. Hier hat man nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und was ist, wenn man jetzt zum Beispiel Alonso heißt? Alonso. Na gut, das würde doch passen. Schlechtes Beispiel, aber nur gut. Ihr versteht, was ich meine. Der liebe Jovo. Ab ins Gefecht. Jovo lautet der Name also. Ist das richtig? Moment, lass mich gerade mal meinen Namensschildtest lesen. Da steht... Also, es steht auf dem Kopf. Okay, alles in Ordnung. Jovo, das ist aber mein toller Name. Ach, danke schön, ich weiß. Bin ich selbst drauf gekommen. Gut, dann will ich dir jetzt nochmal deine treuen Weggefährten vorstellen. Das ist auch noch, wir haben zwei Freunde. Nicht nur einen Rivalen, sondern zwei Freunde. Von dem einer unser Rival ist, aber dennoch auch ein guter Freund. Wie auch im letzten Teil. Alter, ich werde dieses Video extra lang machen, weil ich immer zwischendrin reinrede. Ach, ich liebe Pokémon-Spiele. Da muss ich immer so viel erzählen außenrum. Deine treuen Weggefährten vorstellen. Also, hab ich schon. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier ist Sharon. Wir können ihn leider nicht
eigene Namen geben. Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mir gut zu, Jovo. Aha, ich spitz die Lauscher. Von dem Augenblick an, an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Oh, ist das eine Anspielung? So ein kleiner Hinweis auf die Story? Wink, wink, sneak, sneak? Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnungen herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. Ich kann auch äußerlich wachsen. Brrr, brrr, brrr. Los, gib mir mal die Pilze her! So, jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Oh je! Au, au, au! Okay, da war Stein unterm Boden. Köpfe! Becher hier nicht! Und Sommer. Stimmt, in dem ab diesem Spiel gibt es auch Jahreszeiten. Wie wird es jetzt bei meinem Let's Play sein? Weil ihr wisst ja, ich benutze einen Emulator und ja. Normalerweise wechseln die Jahreszeiten pro Monat. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit im Monat spiele, das heißt, ich habe Sommer. Das heißt, Pokémon, die ich im Winter fangen kann, kann ich hier gar nicht fangen. Ah ja, die Pokémon abgeschickt. Naja, Sommer. Wir haben im Moment Sommer. Das passt doch. Jovo. Oder wie mache ich seine Stimme? Ein bisschen mürrisch. Professor Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Was? Wo Benno wieder bleibt. Also hier mit dem Fuß. Tap, tap, tap. Bin schon wieder zu spät. Entschuldigt bitte. Also wirklich, Ben. Dass du alles gerne etwas gemächlicher angehst. Was ist gemächlich? Das habe ich noch nie so oft gebraucht. Es will uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht. Ich bin wirklich leid, ihr beiden. Alter, schaut euch das Zimmer an, was ich habe. Alter, ist das ein Plasma-TV? Schaut doch das an. Das Bett. Der Tisch, na gut, der Laptop könnte größer sein, aber hey, ich hab ne Wii, ich hab ne Wii. Und was sind die Pokémon nun? Da bin ich gerade in den Stimmbruch gekommen. Professor Escher hat sie hierher gebracht, Jovo. Also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Das ist nur gerecht. Noch ein großes Geschenk, hulala. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Jovo, frei dich schon und schau nach, was drin ist. Hier kommst du kaum, ich kann's kaum noch erwarten. Also ich soll nachschauen. Okay, warte. Joe öffnet das Geschenkpaket. Und das kann auch wieder mal geölt werden. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professor Esche. Oh, die Starter-Pokémon der 5. Generation. Darf ich vorstellen? Wähle dein Pokémon. Wir haben einmal das Feuer-Pokémon Flug. Dann haben wir das Wasser-Pokémon Ataro. Und wir haben das Pflanzen-Pokémon Serpifeu. Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich mir ein anderes Pokémon aussuche als in meinem privaten Durchspielen. Aber ich denke, ich werde mir Autora aussuchen. Diesmal nehme ich mir wirklich das Wasser-Pokémon. Dann habe ich mal gezeigt, dass ich mit jedem Starter-Typ, also das erste Mal war es ja Pflanze, dann war es Feuer, jetzt war es Kampf, dass ich mit jedem gut auskomme und seine Entwicklung. Oh, ich liebe es. Bist du mit diesem Pokémon einverstanden? Natürlich! Komm her zu mir, du kleiner Schatter! Badabababa. Das erste Pokémon unten in die Leiste! Katsching. Also, ich nehme dieses Pokémon und Sharon bekommt das da, okay? Sie hat das Pokémon, was schwach gegenüber meinem Start ist, das heißt, sie kriegt Floink und er hat Serpifeu. Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's, ich wollte sowieso von Anfang an Serpifeu haben. So. So, Belle, du und ich, zwei Köpfe, ein Gedanke. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's! Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Ach, ein Kämpfchen? Wie wär's noch mit ein bisschen Tech und ein paar Kekse? Ich hätte jetzt wirklich Lust auf Kekse. Hör mal, Belle, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was können die drei schon anrichten? Die ganze Bude auf den Kopf stellen, das könnte meine Verälteste. Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Ich glaube, wenn ich richtig erinnere, sind die Charaktere in dem Spiel älter als 10. Die sind, glaube ich, so Richtung
15, wenn ich mich richtig erinnere. Also, Joe, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Oh, oh, oh. Nice, nice, ja. Tu den Hut zurecht. Ich halte dir den Pokéball in meiner Hand. Siehst du dies? Das ist ein Pokéball. Haha. Ah, die Zeit passt auch wieder, wo ich jetzt aufnehme. Prima. Eine Herausforderung. Und auch die Animation, die die Trainer haben. Oh nee, ich glaube, die haben nur die Rivalen. Aber dennoch. Schaut euch das an. Das sieht... als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir nur, oh nein, so fatzo. Wow. Das überrascht mich jetzt aber. Otero ist ein Weibchen. Ich hatte es selten gesehen, dass der Starter, den ich habe, ein Weibchen ist. Hey, Frauenpower. Oh, schaut euch das an, wenn man nichts bewegt. Die Kamera, die sich bewegt. Alles klar. So. Rotenschlag. Okay, erstmal die... Oh, die Animation. Oh la la, siehst du diesen roten Schlag? Komm hier, du Schätzchen. Und dann. So, und jetzt Kopf in die Magengruppe. Boom. Du solltest lieber mit deinem Kopf denken und nicht mit anderen deiner Körperteile. Ha, ha, ha. Ah, jetzt hier Feuer mit Feuer bekämpfen. Oder Rute mit Rute. Au, tu meinen Pokémon doch nicht so weh. Na warte, damit kommst du mir nicht davon. So. Alles klar. Au, nee, komm schon. Oh, Jesus. Oh, das wird knapp. Los. Ah, sehr gut. Du setzt Rundenschlag ein. Haha. Ich beende Schmidt-Hackel. Muss ich den Namen, den ich mir für meinen Starter ausgesucht habe, dann ein bisschen ändern? Eigentlich schon. Ich erkläre auch warum. Dein und mein Pokémon haben beide ihr Bestes gegeben. Ja, das war eine knappe Kiste. 500 Pokédollar. Katsching. Wow. Guck doch das an. Wow, Jovo. Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Belle, jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Meine Mutter wird nicht erfreut sein. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempels unterm Sofa. Ach, waren wir hier aus dem Fenster? Hey, bei uns sieht's gar nicht so schlimm aus. Schatz, du könntest auch mal wieder aufräumen. Okay, ist ja gut. Da, ba, 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 die Hempels von nebenan. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Jovo, oder? Ah, na. Belle, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Jovo hat das Pokémon von Berge heilt. Lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Jovo. Der Lebenstrank. Lebenstrank, nicht Liebestrank, aber... Hey, Sharon, willst du dein Pokémon nicht auch mal in einem Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Ja, selbstbewusster. Viel schlimmer werde ich das Thema ja auch wohl kaum zurichten können. Wollen wir wetten? Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Ich spüre einen Kitzeln. Aber nicht unbedingt an der Stelle, wo du es vermutest. Damit soll ich vielleicht zum Arzt gehen. Zeig mir, was du drauf hast. Und gib alles, Zappify. Achso, ich dachte, mit zeigen meinst du mich. Wahrscheinlich bin ich dein... Sein ist es wahrscheinlich auch männlich, aber ich bin der Einzige mit dem Weibchen. Na gut. Da muss ich mir jetzt wirklich den Namen anders überlegen. Ja. Alles klar. Ich brauche da eine Frau, die mich mal unter ihre Fittiche nimmt. Okay, alles klar. Ich hab den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Aber keine Sorge. Ich werde da nichts dran ändern. Ich bleib dabei. Endlich bin ich ein Trainer. Ab jetzt geht's richtig los. Ach, diese Sachen zwischendrin, diese Dialoge. Na gut, Dialog, eher Monolog, weil ich sag ja selbst nichts dazu. Oh, schaut euch die Pose an, dieses... Du willst dich mit mir anlegen? Du willst dich mit mir anlegen? Ich bin Schlange, ich habe aber Beine und Arme. Ich kann nicht... Ach, diese Animation, die die Pokémon haben, die passen einfach gut zu ihrem Charakter. Und ihr werdet auch viele neue Sachen sehen, weil in diesem Spiel ist es der Fall, also in Pokémon Weiß und Pokémon Schwarz, bis man die Pokémon-Liga das erste Mal bestanden hat, sieht man nur Pokémon der ersten Generation. Der neuen Generation meine ich. Das ist so, deshalb finde ich diese Generation so gut, also zumindest diese beiden Spiele, weil man kriegt dieses Gefühl wie in der ersten Generation wieder. Man entdeckt neue Pokémon, neue Orte.
ohne dass man jetzt Sachen aus anderen Generationen sieht. Man hat dann den Fokus auf diese neuen Pokémon gelegt. Uff, so läuft das also bei einem Pokémon-Kampf ab. Und mein Otto Rot, tada! Sieg, Sieg, Sieg! Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen. Aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mir erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Ich auch. So. Und nun stehe ich hier. Mal sehen. Na, mein liebes Otto. Schaut euch dieses putzige Gesicht an, also. Oh. Ja, komm. Hüpf mal. Ich weiß, du kannst. Hüpf. Oder hüpfst du nicht? Doch, da hüpft er. Tada! Mal sehen. Avenizia. So heißt dort. Stimmt ja. Mal sehen. Aha. Gut, gut, gut. Spinnangriff ist besser. Was bedeutet es nochmal, wenn der Angriff rot, die Spezialverteidigung klein ist? Das Spezialverteidigung, dass das sein geringster Wert ist? Weil die Sache ist die, ich habe mir überlegt, ich kann ihm schon noch einen Spitznamen geben. Ich hatte mir überlegt, da was mit einer japanischen Endung, die man für männliche Namen nimmt, mir einfallen zu lassen. Aber jetzt muss ich mir überlegen, was ist eine japanische Namensendung für Frauen? Da habe ich mir schon was überlegt, aber... da fällt mir schon was ein. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also, ich werde dann mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Wäre jetzt lustig gewesen, ich weiß es ja. Aber wäre lustig gewesen, wenn sie gesagt, keine Sorge, darum wird sich Joey schon kümmern. Ich also natürlich, ich habe mein Zimmer, okay. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollen uns bei Professor Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Der hat Manieren, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Hä? Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder was mit Belle und ihrer Hintergrundgeschichte, was es damit auf sich hat. Na, hallo Mutti. Stovo, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Moment, die Musik kommt mir bekannt vor. Ah doch, das ist von Professor Eich, oder? Wenn man ihm begegnet, im ersten Spiel, oder? Das Lärmen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Entschuldigung. Ach, das weckt Erinnerung an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ich's vergesse, nach dem Kampf sollte man seinen Pokémon eine Pause gönnen. Ist mir gerade aufgefallen, ehe ich es vergesse. Dieses Ehe und auch die Ehe dieses Tam-Tam-Tada gleich geschrieben. Hat das eine Verbindung? Naja. Oh, dieser Sound. Ich fühle mich gleich viel wohler. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Visocaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Im Grunde sowas wie Skype mit Facecam. Am Handgelenk. Praktisch, praktisch. Was sehe ich dann? Okay. Du gehst dich auch bei Professor Esche bedanken, nicht wahr? Natürlich! So geben es die Manieren vor, ja, ja. Also, dann lass dich mal nicht aufhalten. Mach ich. Ach nee, ja, ich wollte gerade lospreschen, aber ich habe ja noch keine Turbo-Tritte an. Ich kann ja nicht rennen, solange ich nicht die passenden Schuhe habe. Oh, Dusselgur. Kleine süße Dusselgurs. So, gehen wir erstmal ins Labor und dann rede ich hier mit den ganzen Leuten. Aber schaut euch einfach das an. Oh, der Gletscher an dem Wasser. Sind dort Schätze versteckt? Oder sind es einfach nur Steine? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Da muss man abtauchen. Kann man hier tauchen? Lass mich gerade mal überlegen. Ich glaube, im zweiten Teil kann man tauchen. Kriegt man da Taucher? Ich bin mir unsicher. Moment, lesen wir erstmal das Schild, damit wir auch wissen, dass wir richtig sind. Pokémon-Labor von Professor Esche. Ah gut, wir sind schon richtig. Gut, gut, gut. Könntest du kurz zu Belle nach Hause gehen? Sie hätte sich gewiss zu Hause bequem gemacht. So wie immer. Bell bringt euch echt nichts aus der Ruhe. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Avenizia, die Stadt, in der alles seinen Ursprung hat. Und wenn du stets gemütlich bist, hast von Sharon und etwas Appetitliches, greifst du sonst, nimmt es dir ein anderer im Haus von Bell fort. Nein, nein und nochmals nein. Aber ich...
Ich habe doch einen Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Hm? Aber hallo. Mach dir keine Sorgen. Es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Um die Sache kurz zu erklären, ihr Vater möchte nicht, dass sie auf diese Reise geht. Weil er denkt, sie hat nicht das Zeug dazu. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihren Pokémon auf Reisen gehen. So jung und dann noch ganz allein. Also sie hat doch ihre Pokémon bei sich, die ist nie allein. Aber Liebling, du machst dir wirklich viel zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so, mit seinen Pokémon auf Reisen zu gehen. Ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, um erwachsen zu werden. Obwohl ich schon seine Sorge verstehe. Ich meine, in den ersten Spielen waren die Kinder um die 10 Jahre alt, ja? Mein Cousin ist jetzt so 9, 10. Ich kann es mir leider schlecht merken, tut mir leid. Und wenn ich mir vorstelle, ihn so in die große weite Welt zu schicken, mit einem kleinen Tierchen, ja, das vielleicht sogar Feuer speien kann. Ob das eine gute Entscheidung wäre, ich weiß ja nicht. Bei 15 Jahren, na gut, ist wieder ein anderes Thema. Jetzt aber los, auf zu Professor Esche. Ich hätte vielleicht erst vorher nochmal mit Bell reden sollen, naja. Passiert ist passiert. Oh. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professor Esche, wir kennen Sie doch schon. Ja, Sharon, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also, dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon viel Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Jo. Also, ich habe mir zunächst mal überlegt. Mal sehen. Das ist ja ein japanisches Wort, was Wasser bedeutet. Das wäre Sui. Mal sehen. Und jetzt eine japanische Namensendung, die meistens bei Frauen verwendet wird. Hm. Das einzige Mal, dass ich so einen weiblichen Namen genommen habe, das war bei meinem Let's Play zu Misao. Da habe ich meinen Charakter Shihiro genannt. Suihiro? Suihiro. Hm. Oder fällt mir ein anderer Name ein? Suihiro. Suiyome. Weil von Kaugume. Suiyome. Suihiro. Hm. Suihiro. Ansonsten könnte ich ja den Namen noch ändern, aber Suihiro. Hm. Das hat eigentlich sowas. Ansonsten, wenn es ein Männchen gewesen wäre, hätte ich es Suimaru genannt. Suihiro. Suihiro. Hm, je öfter ich den Namen sage, desto besser finde ich's. Apropos Spitznamen. Ich habe mir diesmal was überlegt, anstatt dass ich, abgesehen jetzt von diesem Fall, euch erkläre, wieso ich dem Pokémon diesen Spitznamen gebe, möchte ich so eine Art kleines Quiz machen. Wenn ich einem Pokémon einen Spitznamen gebe, könnt ihr gerne Tipps abgeben, weshalb ihr meint, dass ich diesem Pokémon diesen Spitznamen gegeben habe. Sozusagen das Jovo-Pokémon-Spitznamen-Witz-Quiz. Wäre doch eine schöne Idee. Ansonsten, ja, ansonsten, ich werde nichts verraten. Suihiro ist der Name. Alles klar, boop. Verstehe. Bist du mit Suihiro als Spitznamen zufrieden? Suihiro. Ja, komm her, Suihiro, mein kleines Schätzelein. Suihiro. Ja, doch. Der Name hat was, doch, der Name gefällt mir. Suihiro soll das heißen? Das ist wirklich ein sehr schöner Name. Finde ich auch. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einalregion zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles zum Pokédex. Jovo, Sharon und Bell.
Seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Nee. Hört mal, ich bitte euch um nichts weiter als ein klares und mutiges Ja, welches die Welt auf den Kopf stellen wird. Ich möchte euch bitten, die gesamte Einer-Region zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. Ich wollte halt mal testen, was passiert, weil im Grunde geben sie uns zwar eine Wahl, im Grunde aber auch wieder nicht, weil wir können nicht Nein wählen. Also, ein hallendes Ja! Ja. Ich meine natürlich, jawohl! Ja, so geht's, Bell. Wupp, wupp. Entschuldigung, hab ich mitreißen lassen. Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Und aus der Pokédex. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Stimmt, ab diesem Spiel fangen ja die Routen auch wieder bei 1 an. Wenn Professor Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Ich darf wieder gehen, also. Gut. Ah ja. Einbauküche und Labor in einem. Endlich bin ich ein Pokémon-Trainer. Ich werde mich mit anderen Trainern im Kampf messen und stärker werden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Na, Jovo, was willst du mit deinem Suihiro jetzt unternehmen? Suihiro. Ja, lass mich dich nochmal anschauen. Suihiro. Hallo. Heute ist ich ein kleiner Zuckertrops. Oh, mein kleiner Zuckertrops. Oh, hallo Mama. Hey, Jovo, warte auf mich. Dumm. Au. Da seid ihr ja. Und, was hat Professor Esche gesagt? Es hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen? Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt, habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Interessant, sieht er aus wie ein Modul. Ein elektronisches Modul. Gibt's keine analogen Karten mehr? Ja. Hier, bitteschön, Sharon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Echt, ich mag seine Manieren. Hier, auch für dich, Belle. Vielen herzlichen Dank. Oh, ich habe die beiden wirklich gern. Ihre Charaktere gefallen mir. Das Zimmer von Jovo werde ich schon aufräumen. Macht euch darum bitte keine Gedanken. Okay, Jovo? Danke, Mama. Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten können. Ihre beiden sind Kerlchen, okay? Meins ist ein kleines Mädel. Oder sag, was ist das Gegenstück von Kerlchen? Mädel? Göre? Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich für jedes ekliges neues Wissen. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der einen Region entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Also dann, gute Reise. Danke, Mama. Kein Pausenbrot oder so? Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Esche erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, Schuwe, wir sollten uns sputen. Kriege ich noch nicht die Topo-Treter? So, ich würde sagen, ich rede noch ein bisschen mit den Leuten und dann beende ich den Part. Dann hat nämlich der Start dieses neuen Projekts und dieser Reise richtig schön begonnen. Glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Ja. Du hast recht. Auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Ob nun alleine oder mit in Gesellschaft. Die moderne Technik ist schon was Tolles. Man denke dann nun mal an die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die uns die Infrarot-Verbindung öffnet. Definitiv eine Anspielung auf den Mann aus dem ersten Spiel, der das sagt mit Technik ist unglaublich. Das ist Shamans. Ja, Shamans Vater. Eine Reise ist genau das Richtige. Du wirst viel begegnen, was du nicht kennst und nicht verstehst. Doch dies wird dich reifen lassen. Habe nicht Angst, Neues kennenzulernen.
trau dich und du wirst vielleicht was Neues Schönes entdecken. Oh, Chovo. Professor Escher hat dich also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das wird schön. Auch wenn du in Schwierigkeiten gerätst, so hast du ja stets die Pokémon an deiner Seite. Ja, positives Denken. Positives Denken, das verbessert doch die Welt. Aber die Turbodrehter fehlen mir trotzdem an meinen Füßen. Ui. Na, von wem ist das eigentlich das Kind? Hä? Das sind die... Das ist das Haus von Sharon, das von Belle. Wo wohnt sie eigentlich? Ist die auch eine Verwandte? Fragen über Fragen, denke ich mir mal. Auf der Welt soll es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit einem Mal so ein Kribbeln in den Fingern. Okay, Stranger Danger, bitte. Ja, ich gehe nochmal zurück. So, die Mutter schaute weiter Fernseher. Okay, ich störe sie nicht mal. Gut, meine Damen und Herren. Somit, Pokémon Weiß hat jetzt begonnen. Und wir haben... Suihiro, das kleine süße Otaro. Ach, wie süß. Wirklich, aber es ist ja wirklich, ist es eine 50-50 Chance, dass das Starter-Pokémon Weibchen oder Männchen ist, oder? Hm. Ich glaube nämlich, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich höher, dass es ein Männchen ist, aber wer weiß. Vielleicht war es ja Schicksal, dass mein Pokémon jetzt ein Weibchen ist. Das werden wir ja sehen. Ich sag gleich, wenn es irgendwie in mir einem Kampf einen Vorteil bringt, dass mein Pokémon ein Weibchen ist. Ja, da sage ich wirklich nur wieder Mädel Power. Hier, Girl Power. Ja. Wupp, wupp. Gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe, diese allererste Ausgabe von Pokémon Weiß gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dahin, ihr 93 Trovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.